Im tiefen Süden der USA gibt es einen Schwarzwassersumpf. Volle Welt namens Okefenokee eindringt, umso seltsamer wird sie. Wenn der Okefenokee Hochwasser hat, scheinen seine stillen Gewässer endlos. Ein mystisches Labyrinth aus ineinander verschlungenen Wasserläufen. Der einzigartige Sumpf besitzt etwas Urtümliches, beinahe Vorzeitliches. Zu Beginn des Sommers kommen Fischreiher und Waldstörche in dieses Gebiet, um sich zu vermehren und ihre Eier auszubrüten. Alle bekannten Schreitvögel sind vertreten. Einige leben hier das ganze Jahr über, andere sind gerade aus dem Süden zurückgekehrt, wo sie überwintert haben. Manche waren sogar in Südamerika. Aber mitten unter ihnen lauert ein prähistorisches Monster. Der Mississippi-Alligator. Er ist der unangefochtene Herrscher des Sumpfes. Diese Vögel haben einen tückischen Ort für ihre Brutnester gewählt. Kaum sind die Küken geschlüpft, erinnert die Vogelsiedlung an eine überfüllte, chaotische Stadt, in der Hunger und gefährliche Revierkämpfe an der Tagesordnung sind. Tausende machen im Okefenokee Station. Sie brauchen den Sumpf, um die nächste Generation aufzuziehen. Bei diesem Chaos ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand einen verhängnisvollen Fehler begeht. Knapp verfehlt. In den Bäumen geht der Kampf ums Fressen weiter. Eltern versuchen hektisch, halb verdaute Nahrung in die Schnäbel ihrer Küken zu stopfen. Nur die Stärksten werden überleben.
Alligatoren behalten auch die erwachsenen Vögel im Auge, die in Ufernähe fischen. Und genau da schlägt der Killer zu. Warum nisten die Vögel also hier? Seltsamerweise ist es der sicherste Ort für die Vogelkolonie. Die Alligatoren dienen ihnen unabsichtlich als Bodyguards. Denn diese Nesträuber sind für die Kolonie weitaus gefährlicher. Waschbären lieben Vogeleier. Sie würden sich wie wild auf die Nester stürzen und erheblichen Schaden anrichten, würden sie nicht Angst vor den hungrigen Alligatoren haben. Aber Waschbären wissen, wie sie sich rächen können. Denn auch Alligatoren legen wie Vögel Eier. Im Okefenokee-Sumpf werden 90% der Krokodilnester von anderen Prädatoren zerstört. Die meisten Jäger machen ihre Beutezüge nachts, wie dieser Waschbär. Er sucht am Ufer nach einem Nest. Möglicherweise hat der Waschbär die Stelle markiert, als das Nest gebaut wurde. Vielleicht erschnüffelt er auch die Eier. Oder er lauscht nach den Geräuschen der Alligatorenbabys. Das Nest wird er auf alle Fälle finden. List und Lautlosigkeit sind wichtige Überlebensstrategien von Waschbären. Insbesondere, wenn die wachsame Alligatorenmutter in der Nähe ist. Waschbären sind durchaus gewillt zu teilen, solange sie selbst genug abkriegen. Noch ist reichlich da für alle. In diesem Nest können bis zu 60 Eier liegen. Das spricht sich schnell herum. Dieser Waschbär beschließt, sein Ei lieber mitzunehmen und unterwegs zu essen. Waschbären sind außerordentlich geschickt mit ihren Pfoten. Trotzdem sind die Eier eine knifflige Angelegenheit. Als der Vorrat langsam schwindet, geht die Zankerei los. Doch die wahre Verliererin ist die Alligatorenmutter. Ihr leeres Nest ist nur eines von vielen im Okefenokee. Trotzdem überleben genug Alligatoren. In diesem Sumpf gibt es über 10.000. Je älter sie werden, desto größer werden sie. Der bislang größte Alligator in diesem Gebiet soll über 6 Meter lang gewesen sein. Alligatoren sind territoriale Geschöpfe. Wenn es ihnen im Sumpf zu eng wird, suchen sie sich woanders größere Reviere. Leider freuen sich die wenigsten Menschen über diese lebende Gartendeko. Jackie Carter ist einer von 14 staatlich befugten Alligatorenfängern im Bundesstaat Georgia. Man darf nicht darüber nachdenken, welche Verletzungen passieren könnten.
Man weiß nie, was er machen wird, außer dass er zu beißen versucht. Alligatoren schnappen nach allem, was sich bewegt. Das ist ihr Naturinstinkt. Im Okefenokee sitzen sie an der Spitze der Nahrungskette. Sie sind stark, zäh und töten aus dem Hinterhalt. An Land sind sie genauso gefährlich wie im Wasser. Das verdanken sie vor allem ihren gewaltigen Kiefern. Erwachsene Alligatoren verfügen über eine Beißkraft von 12.740 Newton. Zehnmal mehr als ein Rottweiler. Jackie muss einen kühlen Kopf bewahren, wenn er diesen wilden Alligator einfangen möchte. Quentin, hol die Schlinge, damit wir ihn erwischen. Die Zähne des Alligators sind weniger darauf ausgerichtet, das Opfer zu reißen oder zu kauen, als fest zuzuschnappen. Und wenn er zugebissen hat, hat man kaum eine Chance zu entkommen. Der eine ist ängstlich, der andere mutig und der nächste neugierig. Jeder besitzt seinen eigenen Charakter. Sie sind wie Menschen. Jackie ist zu erfahren, um Risiken einzugehen. Er wartet den richtigen Moment ab. Es ist leicht, das Maul eines Alligators geschlossen zu halten. Sie schaffen es nicht, es zu öffnen. Dank der starken Kiefermuskeln kann der Alligator so kräftig zubeißen wie kaum ein anderes Tier. Das hat auch Jackie schon zu spüren bekommen. Vor ein paar Monaten hat mir einer die Hälfte meines Fingers abgebissen. Er hat mit seinen vorderen Greifzähnen zugeschnappt und den Knochen glatt durchtrennt. Naja, zum Glück ist die Hand noch dran. Der kleine Alligator wird zurück in den Sumpf gebracht und in sicherer Entfernung ausgesetzt. Hoffentlich wird er sein Revier woanders abstecken und ab jetzt einen weiten Bogen machen um die Menschen, die am Rande des Okefenokee-Sumpfes leben. Steh auf, solange du noch kannst. Mal kommen sie zurück, mal nicht. Seit Okefenokee zu einem staatlichen Wildtierschutzgebiet ernannt wurde, ist es etwas leichter, den Frieden zwischen Menschen und Alligatoren zu wahren.
Als Roosevelt 1937 Okefenokee zum Naturschutzgebiet erklärte, mussten die ansässigen Bewohner den Sumpf verlassen. Die Menschen haben sich an den Rand des Sumpfes zurückgezogen. Mittlerweile leben 20.000 Einwohner im näheren Umkreis von Okefenokee. Der Sumpf selbst gehört jedoch den Tieren. Da es im Süden der USA immer weniger intakte Naturgebiete gibt, ist der Okefenokee-Sumpf zu einem wichtigen Zufluchtsort geworden. Hier ist eine besondere Tierwelt beheimatet, die intensiv von Wissenschaftlern studiert wird. Die Tierforscherin Laura Smith versucht, eine der sonderbarsten Spezies des tiefen Südens aufzuspüren. Wir haben eine Sardinenbüchse als Köder ins Netz gelegt. Damit lassen sie sich anlocken. Man sieht sie nie. Es sind rätselhafte Tiere. Es ist erstaunlich, dass sich ein 1 Meter langes Tier so gut verstecken kann. Laura sucht mit ihren Mitarbeitern nach Aalmolchen. Sie gehören zu den Salamanderverwandten und sind die größten der 37 im Okefenokee beheimateten Amphibienarten. Ihre schlangenartigen Körper besitzen ausschließlich winzige Gliedmaßen, die zu kaum etwas von Nutzen sind. Doch das hält sie nicht vom Jagen ab. Der Flusskrebs mag sich auch noch so gut verstecken. Entkommen kann er nicht. Diese einzigartigen Sumpfmonster können über druckempfindliche Zellen am Kopf und an den Seiten ihres glitschigen Körpers die kleinsten Bewegungen von Beutetieren im Wasser ausmachen. Selbst chemische Signale nehmen sie wahr. Loras Dosen könnten also als Köder funktionieren. Doch alle Untersuchungen im Sumpf sind mit Risiken verbunden. Es besteht die Gefahr, Alligatoren anzulocken. Die mögen nämlich auch Sardinen. Zudem könnten giftige Reptilien wie Korallenottern oder Diamantklapperschlangen in der Nähe sein. Das versetzt mir jedes Mal einen Adrenalinschub. Hier ist nichts. Mit Überraschungen. Da schwimmt was. Meine Güte. Da waren sicher 10 Fische drin. Da, ein Aalmolch. Die 1 Meter großen Aalmolche sind beeindruckend, wenn auch nicht sonderlich schön anzusehen. Zum einen ihr Schleim. Sobald man die Falle hochnimmt, trieft sie schon vor Schleim. Naja, es gibt schlimmeren Schleim. Los geht's, da sind sogar 2 drin. Der Schleim macht die Untersuchung zu einer Herausforderung. Aufgrund des vielen Schleims sind sie schwer zu handhaben. Sie rutschen einem immer wieder durch die Finger. Wir versuchen den Tieren so wenig Stress wie möglich zu verursachen, aber sie machen es uns nicht leicht. Falls sie das noch nicht anekelt, die Viecher beißen auch noch. Da ist Vorsicht angesagt. Sie fressen Schalentiere. Entsprechend kräftig sind ihre Kiefer. Laura möchte den Bestand und die Lebensweise der Aalmolche untersuchen. Deshalb misst und kennzeichnet sie die Tiere. Aalmolche sind Prädatoren und als solche wichtig für das Ökosystem. Sie sorgen für das Gleichgewicht. Auch wenn es ihnen an Charme mangelt, gehören sie doch zu den bedeutendsten Beutegreifern im Okefenokee-Sumpf. Aalmolche sind eine uralte Spezies. Man hat 4 bis 10 Millionen Jahre alte Fossilien gefunden. Es gibt sie nur in diesem Teil der Welt.
schwarzen Gewässer von Okefenokee säurehaltig und arm an Nährstoffen gemacht. Mit Fleisch. Die zarten Sonnentaugewächse findet man häufig auf Torflößen. Die Pflanze ist eine Meisterin im Fangen von Insekten. Was wie Morgentau auf den Blätterspitzen aussieht, ist in Wirklichkeit ein süßes, klebriges Sekret, dem vorbeikommende Insekten nicht widerstehen können. Wer einmal festklebt, kann nicht mehr entkommen. Die Pflanze sondert Enzyme ab, die den Körper zersetzen. Ironischerweise lockt der Sonnentau genau damit einen Konkurrenten auf den Plan. Diesen ungleichen Gegner. Eichenkröten halten sich gerne in der Nähe von Sonnentau auf. Auch sie mögen proteinreiche Insekten. Und es ist immer noch leichter, die Beute eines anderen zu stehlen, als sie selber zu fangen. Fast Food im Okefenokee-Stil. Im Sumpf leben mindestens 13 Arten von fleischfressenden Pflanzen. Diese hat noch mehr Talente. Kannenpflanzen ernähren sich wie Sonnentau von Insekten. Eine klebrige Flüssigkeit am Boden ihrer hübschen langen Blüten bildet die Falle. Sie brauchen Stickstoff zum Überleben und den können sie sich leichter über das Eiweiß von Insekten holen als über den nährstoffarmen Sumpf. Doch der Okefenokee hält weitere Herausforderungen bereit. Der Sumpf lebt mit den Launen des Wetters. Da Regen die einzige Wasserquelle darstellt, müssen die Lebewesen zyklische Trocken- und Hochwasserphasen überstehen. Der Wasserstand unterliegt starken Schwankungen. Daher zahlt es sich aus, wenn man sowohl über als auch unter Wasser leben kann. Diese Papageien-Schlauchpflanzen können nicht nur Überschwemmungen überstehen, sie machen sogar noch das Beste daraus. Die Pappe kann sich nur in eine Richtung bewegen, den Kelch hinunter, aus dem sie nie wieder auftauchen wird. Je tiefer man in die Welt der Sumpfbewohner eindringt, umso merkwürdigere Geschöpfe kommen zum Vorschein. Die Wasserspinne verfügt sogar über ein Luftdepot, das ihr erlaubt zu tauchen. Die kleinen Härchen an ihren Beinen und ihrem Unterleib schließen Luftbläschen ein, die sich wie ein Film über ihren gesamten Körper ziehen. Unter ihrem Unterleib befindet sich ihre Lunge, über die sie die eingeschlossene Luft einatmet.
diese glücklose Grille. Haken an den Vorderbeinen halten die zappelnde Beute, während die Spinne einen chemischen Cocktail injiziert, der das Fleisch der Grille verflüssigt. Auf diese Weise kann die Spinne die Beute sofort aufsaugen und dann weiterjagen. Im Sumpf erwartet man eigentlich kleine, bizarre Lebewesen. Da wirken diese großen, pelzigen Tiere irgendwie fehl am Platz. Weißwedelhirsche. Man entdeckt sie in vielen Gegenden der USA. Erstaunlich, dass sie im Sumpf ausreichend festen Boden zum Grasen finden. Ihre Zahl vermehrt sich zusehends. Mittlerweile wird im Herbst sogar ein Gebiet des Naturparks für die Jagd freigegeben, um den Bestand zu kontrollieren. Weißwedelhirsche können schwimmen. Im Okefenokee ist diese Fähigkeit überlebenswichtig. Doch sie birgt auch Risiken. Diese Fotos zeigen, was einem Weißwedelhirsch in diesen Gewässern widerfahren kann. Wenn es am Ende des Sommers kühler wird, machen sich die Weißwedelhirsche auf die Suche nach ihrem Im Normalfall sind die Böcke ständig auf der Hut, aber manchmal widmen sie sich auch anderen Dingen. Zum Beispiel der Paarung. Alles beginnt mit der Brunst. Es ist das altbekannte Spiel. Die Männchen zeigen, was sie drauf haben, um die Aufmerksamkeit der Weibchen zu ergattern. Wie bei allen Weißwedelhirschen gehört Imponiergehabe dazu. Man schmeißt sich in Pose und protzt mit seiner Ausrüstung. Ein gutes Geweih kann ausreichen, um einen jungen Bock einzuschüchtern. Wenn aber ein Bock in seinen besten Jahren auf einen würdigen Gegner trifft, geht's zur Sache. Jetzt haben sie die volle Aufmerksamkeit der Damen. Der Gewinner darf seine erfolgreichen Gene an die nächste Generation weitergeben. Während sich kleine Dramen wie diese auf den Inseln von Okefenokee abspielen, findet unweit davon ein anderes Ereignis statt. Noch sind sie keine 4 Zentimeter lang. Sie sind wehrlos und würden gute Leckerbissen abgeben. Sie müssen es unbedingt ins Wasser schaffen.
Aus diesem Neugeborenen wird mal einer der grausamsten Prädatoren des Sumpfes. Doch die Schnappschildkröten sind schon jetzt wahre Killerbabys. In dem trüben Wasser hat man eine schlechte Sicht. Deshalb ist die junge Schildkröte auf chemische Hinweise angewiesen, um Beute zu fangen. Instinktiv weiß sie, was zu tun ist. Und sie besitzt eine Geheimwaffe. Alligatorschildkröten können über eine Stunde in dieser Position verharren, ohne an der Oberfläche nach Luft schnappen zu müssen. Ausgewachsen kann der Kleine einmal an die 100 Kilogramm wiegen, so viel wie ein Elefantenbaby. Mit den Jahren bekommt es einen dauerhaften Algenmantel, wodurch es im trüben Wasser nahezu unsichtbar wird. Alligatorschildkröten gehören zu den beeindruckendsten Prädatoren in diesem Sumpf. Im Süden von Georgia ist die kilometerweite Wildnis ein Paradies für eine andere Art von Reptilien. Für Schlangen. 37 Arten gedeihen in den dunklen Gewässern des Sumpfes und auf seinen Inseln. Unter ihnen berüchtigte Südstaaten-Giftschlangen wie die Diamantklapperschlange und die Wassermokassin-Otter. Diese Art ist weniger bekannt. Dabei handelt es sich um eine der größten Schlangen in den USA. Die Indigonatter. Da Indigonattern gegen das Gift der Diamantklapperschlangen immun sind, steht auch diese Schlangenart auf ihrer Speisekarte. Der Labrador hat ihre Fährte aufgenommen. Er hilft dem Reptilienexperten Dirk Stevenson bei seiner Forschungsarbeit. Hm.
Er ist ein fantastischer Schlangenspürhund. Er wird uns zu den Höhlen von Georgia Gopherschildkröten führen. Dort finden wir Indigonattern oder die Haut von Indigonattern. CJ, komm. Der Hund ist dazu abgerichtet, Indigonattern aufzuspüren. Der Schlangenexperte fürchtet, dass sich ihr Bestand verringert. Da sie nicht giftig sind, werden sie gerne als Haustiere gehalten. Man holt sie sich aus Züchtungen, aber sie werden auch illegal in der Wildnis gesammelt. Indigonattern gehören zu den majestätischsten und größten Schlangen Nordamerikas. Das wird ein spannender Tag. Hundetrainerin Barbara Davenport hat dem Labrador beigebracht, dem Geruch von Schlangen zu folgen. Als Fährtensucher funktioniert er weit besser als ein Mensch, da er wesentlich größere Flächen genau absuchen kann. Na, hast du was gefunden? Guter Junge. Da, gut gemacht. Wenn er eine Indigonatter, Schlangeneier oder Schlangenhaut findet, wird er mit einem Tennisball belohnt. Diese Belohnung mag mickrig wirken, aber Spürhunde werden nach dem Grad ihrer Verspieltheit ausgewählt. Für sie ist ein Tennisball Gold wert. Die ist noch recht frisch. Das sind die Hautschuppen einer erwachsenen Indigonatter. Wahrscheinlich ein Weibchen, etwa 1,5 Meter lang. Gut gemacht. Good job. Da ist eine. Ja, eine Indigo. Indigo. Wenn er eine Schlange aufspürt, bin ich immer ganz aufgeregt. Ein wundervolles Tier. Es sind wilde Raubtiere. Sie fressen Klapperschlangen, Ratten, Kaninchen, Alligatorenjunge, Frösche, Unken, Schildkröten, Beuteltiere. Einfach alles. Die erste Indigo, die ich in der Wildnis entdeckt habe, war ein über 2 Meter langes Männchen. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Sie besitzen diese großen, schillernden Schuppen. Es ist ein besonderer Nervenkitzel, ihnen zu begegnen. Dirk will die Verbreitung und den Zustand der Indigonattern in dieser Gegend untersuchen. Das ist eine schöne, aber noch sehr kleine Indigo. Ausgewachsen sind sie wesentlich größer. Was für ein Erlebnis, einer Indigo in freier Wildbahn zu begegnen. Eine Schlange, die so selten und wichtig ist, braucht möglichst viele Freunde. Und im Okefenokee-Sumpf ist ihr bester Freund wohl diese merkwürdige Kreatur. Die Georgia Gopher-Schildkröte. Tunnel dienen nicht nur den Schildkröten als Unterschlupf, sondern auch 360 weiteren Arten von Amphibien, Reptilien und wirbellosen Tieren, darunter auch Indigonattern. Sogar einige Säugetiere und Vögel ziehen sich dorthin zurück. Früher hatte man noch keine Ahnung, wie wichtig die Gopherschildkröte ist. Während der Zeit der Großen Depression war sie zum Beispiel eine beliebte Mahlzeit.
Ihre Zahl begann schnell zurückzugehen. Diese Schildkrötenart fängt frühestens mit 12 Jahren an zu brüten. Durchschnittlich überleben nur 10% ihrer Jungen das erste Lebensjahr. Die Jagd nach ihr ist vorüber. Aber da sie weiter an Lebensraum verliert, wird sich ihr Bestand vielleicht nie wieder erholen. Es ist selten, dass man eine an der Oberfläche sieht. Meistens sind sie in den Höhlen. 38 Zentimeter. 4,3 Kilo. Die Gopher-Schildkröte ist eine von hunderten einheimischen Tierarten. Von Indigonattern über Feldmäuse bis zu Grillen. Und die Alligatoren mögen vielleicht die Herrscher des Sumpfes sein. Doch die Gopher-Schildkröte sorgt für das ökologische Gleichgewicht des Waldes. Diese Gegend ist weltweit. Allein im letzten Jahrzehnt kam es zu 60 Flächenbränden. Während der Trockenperioden können diese Brände extreme Ausmaße annehmen. 2011 hat ein Blitzschlag den sogenannten Honey Prairie Brand ausgelöst. Dabei wurden 80% des Sumpfes zerstört. Das Feuer hat fast ein ganzes Jahr gebrannt. Ein beunruhigender Trend. Vielleicht kommt einmal eine Zeit, in der selbst dieser widerstandsfähige Sumpf sich nicht mehr von den Bränden erholen kann. Brände, die einst Teil des natürlichen Zyklus waren.
Oki Finoki, die zitternde Erde, auch über die nächsten Jahrhunderte einer von Amerikas größten Naturschätzen bleibt.